Matthias Anfalter, Punkt. Radlinger auf 2. Kovacek auf 2. Klassisch für auf 4. Leider war es schon mal wenig schnell. Wir schauen hier rein, in die erste Kurve. Ja, vom Eis her. Ja, das auch. Wie gut kommt Eichwald weg? Der Radlinger weiß nicht, wer fängt ihn stark, wenn es darum geht. Den Dauerhauptmann übernimmt sofort die Führung. Also rechts hier Eichwald förmlich stehen. Nach einer Runde hat er sich hier bereits 2 Zehntel draußen gekämpft. Kommt hier bereits auf ein nächstes Mal auf die S-Kurve zugefahren. Aus dieser Aldiana heraus geht in die nächste Runde. Und tatsächlich, also Radlinger Manuel setzt sich hier an die Spitze. Jetzt hier nichts anbrennen. Klare Ansage 4,581. Von hinten gehen wir 4,813. Also Radlinger Manuel will hier Position 1. Und er fährt sich diesen im Moment auch. 5,684, 5,384 und Eichwald Matthias von der Pol auf Position 2 zurückgefallen. Horacek Kai im Moment auf Position 3. Das sieht gut aus, was hier Horacek im Moment macht. Aber der muss jetzt kämpfen um diese zweite Position. Und das war ein paar Fehler. Das war ein paar Fehler von Manuel Radlinger. Und er verliert hier vielleicht nur die erste Position. Eichwald Matthias und Horacek Kai mit der Möglichkeit, sich hier Radlinger zu schnappen. Aber der ist sofort wieder da, 4,893. Die Zeit von ihm übernimmt hier nicht nur die Führung, sondern behält sie. Fährt in die 12. Runde hinein. Manuel Radlinger kommt jetzt hier noch 4-mal runter. Er schafft jetzt noch 3-mal. Nicht dahinter. Das ist Matthias Eichwald. Der hat es hier tatsächlich geschafft, diese 5. Position selbst langsam aber sicher. Zumindest was eine halbe Runde angeht, abzusichern gegen Horacek Kai. Der macht zwar Druck, aber kommt nicht dran an das Heck von Matthias Eichwald. Und das wäre natürlich eine Sensation, der Hesse, der hier in Frankfurt diese Qualifikation geschafft hat, sollte er tatsächlich in seinem ersten Jahr bereits in die nächste Runde hineinfahren. Wir sind angespannt, aber er hat tatsächlich geschafft. Matthias Eichwald ist weiter, Manuel Radlinger ist weiter und das bedeutet natürlich kein Horacek ist raus und Joachim Kadischke, aber sie waren dabei im Finale.